Sehr gespannt auf das Gespräch mit einem Paar, dessen Geschichte weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Sogar bei den Simpsons waren sie Thema. Beide haben im Gefängnis gesessen, eher bis vor wenigen Wochen. Sind sie eigentlich ein großes Genie oder sind sie ein großer Betrüger, ist einmal gefragt worden. Und die Antwort muss lauten, beides. Denn er gilt unter Experten heute als größter Kunstfälscher der Nachkriegsgeschichte. Diesen zweifelhaften Titel hat er sich hart erarbeitet, mit 14 Jahren seinen ersten Picasso gefälscht und dabei eine unglaubliche technische Brillanz entwickelt. Einmal soll die Witwe von Max Ernst vor einem von ihm gefälschten Bild den Satz gesagt haben, das ist der schönste Max Ernst, den ich je gesehen habe. Wobei fälschen irgendwie das falsche Wort ist. Er sagt nämlich, ich habe nie etwas gefälscht, ich habe lediglich das Werk großer Künstler ergänzt. Zum Verhängnis wurde den beiden dann am Ende eine Farbtube aus Holland. Herzlich willkommen, Helene und Wolfgang Beltracchi. Ich freue mich sehr, dass Sie unsere Gäste sind. Herzlich willkommen. Ja, so, und dann freue ich mich über den Besuch eines Mannes und einer Frau vor allen Dingen auch, die schon mal bei uns waren. Mich hat damals sehr berührt, diese innige Beziehung, die man zwischen Ihnen beiden immer spüren konnte. Er ist noch ein bisschen blass um die Nase. Hat damit zu tun, dass Sie vor wie vielen Wochen, Herr Beltracchi, noch im Gefängnis gesessen haben? Ja, 5 Wochen, glaube ich. Ne? Oder? Ja. Also 8. Ich bin am 8. Januar bin ich rausgekommen. Am 8. Januar? Ja, einen Tag, 2 Tage zu früh. Ja. Warum zu früh? Ja, die wollten mich unbedingt loswerden, weil am nächsten Tag die ganze Presse angesagt war. Im Ernst? Ja, im Ernst. Die haben mich angerufen und haben gesagt, Herr Beltracchi, kommen Sie sofort zurück. Ich war auch im Atelier arbeiten. Sie waren draußen? Ja, im Atelier, wo ich jeden Tag war. Das ist eine schöne Geschichte. Herr Beltracchi, kommen Sie bitte rein, wir müssen Sie rauslassen. Ja, Sie müssen ja. Super. Das ist ja herrlich. So war es, ja? Ja, so war es. Diese ganzen seltsamen Sender hatten sich da angesagt, ne? Und wollten das filmen, haben gefragt, ja. Wann kommt der jetzt raus morgen? Ja. Wann kommt der raus? Und dann war ich nicht mehr da am nächsten Tag. Ne? Sie waren beide dann schon auf dem Weg nach Frankreich, ne? Ja, ja. Nur die Franzosen waren da und die Österreicher, weil die waren schon am Tag vorher gekommen. Die haben aufgepasst. Und gesagt, bei Beltracchi passiert was Besonderes. Also. Bevor wir gleich ausführlicher darüber sprechen, schauen wir mal rein in diese unglaubliche Geschichte. Gibt ein paar Bilder, die mal in dürren Sätzen und Worten erklären, was da eigentlich passiert ist. Also der Maler Wolfgang Beltracchi, das sagen Experten, gilt als der raffinierteste Kunstfälscher der Nachkriegsgeschichte. Schon als Kind beschäftigt er sich mit der Malerei und perfektioniert als Jugendlicher diese Begabung, Werke berühmter Künstler im Stil nachzuahmen. In den 80er Jahren entwickelt er dann eine ganz besondere Betrugsmethode. Er kopiert nicht einfach Bilder, er erschafft Bilder, die es nicht gibt, aber doch in das Werk des jeweiligen Künstlers passen, indem er neue Motive und neue Titel erfindet. Aufgrund der technischen und künstlerischen Perfektion sowie der lückenlosen Herkunftsnachweise erregen die Bilder zunächst kein Misstrauen, sondern begeistern die Kunstszene. Während Beltracchi für das Fälschen zuständig ist, organisiert seine Frau Helene den Verkauf an Händler und Auktionshäuser. Das Paar verdient Millionen, lebt mit seinen 2 Kindern ein Leben im Wohlstand. Zum Verhängnis wird ihnen das Campendonk-Wert rotes Bild mit Pferden, das einen Rekordpreis von 2,9 Millionen Euro bei einer Auktion in Köln erzielt. Eine naturwissenschaftliche Analyse ergibt, dass Beltracchi Farbpigmente benutzt hat, die zur Schaffenszeit des Malers noch nicht existiert haben. Ein Flüchtigkeitsfehler, der zur Verhaftung und zur Anklage führt. Im Oktober 2011 wird Wolfgang Beltracchi zu 6, seine Frau Helene zu 4 Jahren Haft verurteilt. Nach 2 Dritteln der Haftstrafe wird zunächst Helene, Anfang des Jahres dann auch Wolfgang Beltracchi aus dem Gefängnis entlassen. Seine besonderen Fähigkeiten nutzt er mittlerweile weiterhin gewinnbringend. Im Dezember letzten Jahres werden zum ersten Mal seit 2008 seine eigenen Werke in Bern ausgestellt. So, und die große Frage, Herr Beltracchi, wie viele Ihre Geschichte, ne? Für wie viele Bilder, die Sie, wie Sie sagen, nicht gefälscht, sondern sozusagen ergänzt haben, ja, im Sinne des Malers, für wie viele sind Sie verurteilt worden? Und was würden Sie sagen, wie viele gibt es da draußen noch irgendwo, die unterwegs sind? Ich glaube, 18, oder? Zur Anklage kamen, glaube ich, 14. 14.
14. Ist, ja, weil man kann ja nur das anklagen, was man, was der Staatsanwalt glaubt, beweisen zu können und was nicht im, verjährten Bereich ist. Okay. Das waren halt 14. Okay. Aber in den Ermittlungsakten waren nachgewiesen oder vermutet, glaube ich, um die 50. Mhm. Ja, und wie viele waren es wirklich? Ja, so vielleicht 300. 300? Das ist ja nicht viel in 35 Jahren. Das ist nicht viel, ja. Ist das der Grund, warum Sie sagen, ich bin eigentlich ein fauler Typ, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Arbeit? Ja, doch, nicht zu viel. Nein, ich hab ja nicht jeden Tag gemalt und ich habe da auch nicht jetzt so abgearbeitet, weil ich so unheimlich viel Geld dann verdienen wollte oder so. Ja. Ich habe es immer nur gemacht, wenn ich wieder Lust hatte. Und wieder einen Maler gefunden hatte, wo ich gesagt habe, ach, den will ich aber mal, den könnte ich mal machen. Es ist ja die Arbeit ist ja eigentlich noch nicht nur die reine Malerei, sondern eine intellektuelle Arbeit, die sehr lange dauert. Ja. Mein Mann setzt sich ja komplett mit dem Kunst auseinander. Auseinander. Mit dem Werk, mit dem Umfeld, mit der Zeit, mit der Literatur, der Musik, alles, was den... Erklären Sie einmal kurz Ihre Arbeit, Herr Beltracchi. Was sehen wir da? Ja, das rechts, das ist ein Pechstein, der ist von mir. Das ist ein Pechstein, der von Ihnen ist? Ja. Und links? Das ist auch ein Pechstein. Der von Pechstein ist? Vielleicht, ja. Vielleicht. Okay, verstehe. Heißt das denn dann, das heißt übersetzt, dass da draußen sind irgendwo in Museen oder in Privatwohnungen 280 Bilder unterwegs, von denen Menschen glauben, 250 vielleicht, dass es ein Picasso, ein Max Ernst, ein Pechstein, ein Otto Dix ist und in Wahrheit ist es ein Beltracchi? Ja, ja, schon. Aber das will ja keiner wissen. Ne? Die Leute sind ja zufrieden mit ihren Bildern. Weil sie sie schön finden. Ja, genau. Und man, ich meine, ich weiß ja auch nicht, wo die sind. Ne? Ja. Wissen Sie, wo Bilder von Ihnen hängen, aber der Museumsdirektor hat keine Ahnung? Ja, ein paar kenne ich schon. Also, wo, in welchem Großraum? Ich sehe immer mal eins. Letztens haben wir noch mal eins gesehen in der Albertina. In der Albertina? Ja, ja. Da hing was? Ja, ein Bild von mir. Ich weiß aber. Ich wollte das jetzt nicht sagen. Jeder, der meint, er hätte ein Bild von mir, kann mich ja fragen. Ja, ist richtig. Und dann sage ich ihm, ist von mir oder nicht? Mhm. Aber wir haben im Rahmen der Insolvenz, wir haben eine Insolvenz beantragt und die ist durchgegangen. Die Gläubiger haben einstimmig zugestimmt. Und alle Gläubiger, wir hatten Gott sei Dank in den ganzen Jahren nur 10, die Bilder gekauft haben, die dann weiterverkauft haben, die sind informiert worden durch die Presse und auch von uns. Und die wissen eigentlich, an wen die Bilder weitergegangen sind. Mhm. Und wenn die ihre Käufer informiert haben, dann haben die Käufer sich vielleicht entschieden oder nicht. Wir wissen noch nicht mal, ob die Weiterverkäufer ihre Käufer informieren. Für wie viel, würden Sie schätzen, wird denn dieses Bild gehandelt, das Sie da in der Albertina gesehen haben, von dem der Museumsdirektor glaubt, dass es ein Pechstein... Das ist nicht so sehr teuer. Das ist nicht so um die halbe Million vielleicht. Halbe Million ist nicht so teuer. Ja, ja gut, ich habe ja so ganz billige nachher gar nicht gemacht. Ne? Die ganz billige, das heißt, Sie haben sich sozusagen am Verkaufswert orientiert? Oder, nein. Oder hat sich nicht, aber die Bilder der Künstler sind, packen müssen? Nein, es ist einfach so passiert, dass mit den Jahrzehnten die Künstler immer teurer wurden, die ich gemalt habe. Also einige, ne? Nicht alle. Mhm. Einige. Ich habe, das habe ich ja schon oft erklärt, ich habe mal einen Campendon gemalt für 85. Genau. Der war, glaube ich, gerade auch 10. Der ist in New York verkauft von 1985, 86 für $25.000. Da habe ich $15.000 bekommen. Das war ja damals nicht schlecht. Ne? Und der ist dann so ein bisschen um die Welt gereist und immer mal irgendwo, wir haben das ja nie verfolgt. Und dann haben wir den auf der Art Basel 2009 gesehen für 2,2 Millionen Euro. Ich meine, das ist schon eine Preissteigerung, oder? Ja, das ist toll. Ja. Das Dumme an der ganzen Geschichte ist nur, dass ich nicht für die $15.000 hafte, die ich damals bekommen habe, sondern für die 2,2 Millionen Euro unter Umständen. Im Ernst? Ja, ja. Ja, weil die ganze Kette von Gewinnen, die dazwischen gemacht wurde, die fällt dann auf mich zurück. Ja. Die wollen ja all ihren Gewinn behalten.
Verstehen Sie? Ich verstehe das, ja. Das heißt, und deshalb ist die Summe natürlich immens, die dann da so zusammenkommt. Ja, das heißt, Sie hätten weniger Strafe bekommen, wenn die nicht so teuer geworden wären im Laufe der Zeit? Das, ja, das kann sein. Das kann sein, ja. Ja. Das kann schon sein. Ja. Das ist ärgerlich, ne? Aber es gab ja auch welche, die waren von Anfang an teuer. Wer war von Anfang an teuer? Ja, zum Beispiel Max Ernst war teuer. Ich habe auch schon mal 2 Millionen gekriegt für ein Bild. Also das ist schon, das war... Angenehm. Ja, oder der Campendonk, der hat auch irgendwie 2 Millionen gebracht. Ja. Ja. Was sehen wir hier, Herr Beltracchi? Schauen Sie mal, da haben wir noch ein paar Bilder vorbereitet. Einmal rechts und links. Genau, und das sind 2 Derains von 1905. 2 Derains, sagen Sie? Ja, ja, 2. Welcher ist von Ihnen, welcher Derain von 1905? Der rechts ist von mir und der links ist von Derain. Ja. Das war eine ganz fantastische Ausstellung, deiner, ne? Das war in der Hermitage. Genau, und der hing in der Hermitage. Und der rechte? Ja. Hingen die nebeneinander? Nein, da hing nur der rechte. Das war eine Ausstellung. Also Ihrer? Ja, das war Meisterwerke des 20. Jahrhunderts, hieß die Ausstellung. Ja. Wenn man das noch mal... Wir schauen uns, glaube ich, noch mal eins an. So. Das ist der Campendonk. Ja, ne? Rotes Bild mit Pferden. Ja. Rotes Bild mit Pferden. Mhm. Das hat er mal gemalt. Das steht in seiner handschriftlichen Bilderliste. Im Werksverzeichnis? Mhm. Ja, und es ist auch mal ausgestellt worden bei Flechter 1914, glaube ich, oder 18. Und, aber es ist verschollen. Kriegswirren. Es gab auch kein Foto. Also es gibt keine Abbildung, sonst hätte man es ja nicht malen können. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie hat er das so gemalt? Und Campendonk habe ich unheimlich gerne gemalt, weil ich die Bilder so märchenhaft fand, so schön. Außerdem ist dann vernachlässigt worden. Ja, der war sehr vernachlässigt. Franz Marc und Kandinsky waren die Stars. Die Leute aus München sozusagen. Der war wesentlich August jünger. Macke auch. Ja. Ne? Mhm. Also es gab ganz viele Ausstellungen in den letzten 30, 40 Jahren. Überschrift Blaue Reiter. Mhm. Und Campendonk war nicht dabei. Campendonk wurde also diese Künstlergruppe aus München. Ja, ne? Die haben den immer unter den Tisch gekehrt. Campendonk, dabei war der richtig gut. Das heißt, Sie haben im Grunde Campendonk einfach noch mal sozusagen zum... Ordentlichen Schub gegeben. Ja. Und es war ja der teuerste Campendonk, der je verkauft worden ist. Ja, 2,88 Millionen in Köln beim Auktionshaus Lamperts. Ne? Lamperts. Aber es ist auch so ein sehr schönes Bild halt gewesen. Ne? Schlüsselwerk der Moderne. Aber ich habe einige Campendonks gemalt. Ja. Ja. Was denkt man dann, wenn man... irgendwann mitkriegt, verdammt noch mal, da ist mir ein Fehler unterlaufen, ein kleiner Fehler. Ja gut, also das war eigentlich klar, dass da irgendwann mal was passiert, oder? Was ist da genau? War Ihnen das immer klar, irgendwann mal? Ja, im Unterbewusstsein denkt man schon, es kann mal was schiefgehen. Es ist ja doch sehr, sehr komplex, die ganze Geschichte. Ja. Man muss ja sowohl vom Restauratorischen als auch vom Naturwissenschaftlichen, vom Kunsthistorischen, von allem her muss man da sehr, sehr fit sein. Das war klar, das kann man nehmen, ne? Oder nicht. Und die Handschrift des Künstlers. Ja. Aber gerade naturwissenschaftlich ist es doch auch sehr schwierig. Ja, weil man natürlich die Zusammensetzung von Farben testen kann. Ich hatte irgendwie ein Weiß, was ich normalerweise selber gemacht habe. Titaniumweiß. Das war ein Zinkweiß normalerweise. Mhm. Zu der Zeit hat man Zinkweiß oder Bleiweiß verwendet. Und ich habe dann eine holländische Farbe verwendet, die fertig war. Aber auch nach alten Methoden gemahlen und so. Und da stand auch drauf Zinkweiß und da waren 2% Titanium drin. 2% nur. Das hat gereicht. Und das haben die gefunden, die 2%. Dörner-Institut in München. Ja. Deutsche Wertarbeit, ne? Ja. Und das war dann halt wie so die berühmten Dominosteine, die umkippen. Es gab dann diesen Effekt. Ne? Dann ging es los, wegen dieser 2%. Ja. Ja. Mhm. Und ich habe ja in Deutschland, also das Ganze war ja ein deutscher Fall ja eigentlich, wir sind ja auch hier verurteilt worden, aber letztendlich war es ja gar kein deutscher Fall. Wir haben nur 5 Bilder in Deutschland verkauft. Von all diesen Bildern sind nur 5 in Deutschland verkauft. Der Domino-Effekt war ja nicht dieses Titanweiß. Mein Mann hat 92 oder 93 einen Aufkleber erfunden.
von Alfred Flechtheim Aufkleber erfunden, den es gar nicht gab. Er hat mir den damals gezeichnet, das kannst du gar nicht machen. Das fällt doch jedem sofort auf, also Sie, dass es diesen das Aufkleber nie gegeben hat. Das heißt, Sie haben hat. Gesagt, weil das bei Bildern ja ungeheuer wichtig ist, diese sogenannte Provenienz. Genau. Also je lückenloser, desto besser. Wo ist das Bild gemalt worden? Durch wessen Hände ging es dann? Und das ist sozusagen auch eine Garantie dafür, dass es echt ist im Zweifel. Ja. Und Sie haben eine Sammlung erfunden, ja? Eine berühmte Sammlung, die es aber nie gegeben hat. Ja, mehrere Sammlungen haben wir erfunden. Aber die eine war eben, es gab ja die Sammlung Flechtheim, das war dieser berühmte Galerist aus Berlin. Und ich habe nur einen neuen Aufkleber erfunden. Da sind ein paar Bilder, Herr Beltracchi. Vielleicht können Sie anhand dieser Bilder mal erklären, was wir da gerade sehen. Was machen Sie da? Ah, das ist jetzt eine andere Geschichte. Das ist die Ausstellung Flechtheim. Ja, genau. Da Ach, das ist die Ausstellung. Das haben wir nachempfunden. Und zwar haben wir da eine Ausstellung von 1924 nachempfunden, um Fotos zu machen, die dann auch als Provenienznachweis dienen. Das heißt, eigentlich eine Ausstellung im Wohnraum. Und dann posiere ich da so als eigene Großmutter irgendwann mal. Okay, das heißt, war eine Performance. Das sind Sie, Frau Beltracchi, ja, die wir da sehen, ja, genau. Links. Und das habe ich dann mit einem alten Apparat fotografiert auch und mit mehr. Und das war richtig schwierig. Ne? Schwierig, ja, glaube ich. Und wir haben was zu beweisen, Herr Beltracchi, was beweist dieses Foto? Das Foto beweist, dass diese Sammlung schon so um 1930 da irgendwie hing. Also Sie haben sozusagen eine Sammlung erfunden, die es nie gegeben hat. Genau. Und diese Bilder, die da hinten hängen, sind alles Werke von Ihnen. Ja, genau. Alle. Alle. Ja. Und Sie sagen aber dem Sammler, dem Galeristen, dieses Foto ist ein Foto, das vor 70 Jahren entstanden ist. Und das kommt aus dieser Sammlung. Wir haben gezeigt. So ein altes Foto gefunden und da sitzt da die Großmutter und die hat da im Wohnzimmer diese Bilder hängen. Das ist der Beweis. Okay, verstehe. Das ist ja tatsächlich. Ja. Das war ein Happening. Ein Happening, ja klar. Ja. Das hat tagelang gedauert. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Aber das ist noch gar nichts. Wir haben auch andere Fotos gemacht. Wir haben zum Beispiel einmal ein Foto gemacht, da haben wir eine komplette Ausstellung von Flechtheim auch nachgestellt von 1928, diese Wand. Und da hingen alles diese echten Bilder, die hätten zu diesem Zeitpunkt in dieser Ausstellung hätten hängen können. Wenn es sie gegeben hätte. Die waren alle echt. Ach, die waren alle echt. Da habe ich große Kopien gemacht, Fotokopien, schwarz-weiß. Und dann die original gerahmt. Und dann habe ich ein Bild dazwischen gehängt, das war ein falsches, also eine Fälschung von mir. Eine Ergänzung. Ja, Ergänzung. Und das Ganze, das war ein super Foto. Und man konnte die komplette, das war eine Stillleben-Ausstellung bei Flechtheim, die komplette Ausstellung nachvollziehen. Anhand der Ausstellungskataloge. Ja. Da sah man, aha, da hängt ein Nauen, das ist der Léger. Ah, ja, der Léger war von mir. Die anderen waren alle richtig. Alle echt? Ja. Das heißt Fotokopien? Ja, aber das sah dann auf dem Schwarz-Weiß-Foto natürlich echt. Das heißt, wessen Idee war das, das so zu machen? Mein Mann hat immer die wildesten Ideen. Der ist unheimlich kreativ. Frau Beltracchi, unfassbare Geschichte. Muss ich einmal zwischendurch eine Frage loswerden. Wann hatten Sie das erste Mal ein schlechtes Gewissen und wann das letzte Mal? Oh. Also. Ich meine, ich hatte natürlich ein schlechtes Gewissen, was die Signaturen angeht. Die Namen, die da draufstehen, die Unterschriften. Das war ja Urkundenfälschung und das darf man halt nicht machen. Das haben wir jetzt auch wirklich bereut. Dafür haben wir ja auch im Gefängnis gesessen. Ja, genau. Und, für meine Bilder habe ich kein schlechtes Gewissen. Die liebe ich alle. Ja. Hatten Sie den Käufern gegenüber mal ein schlechtes Gewissen, die Millionen ausgeben im Glauben, das ist jetzt ein echter Kirchner oder was auch immer? Es ist schwer, weil wir kennen die Käufer ja persönlich gar nicht. Aus den Akten weiß ich, dass das meistens Trusts sind, Offshore-Unternehmen. Ach, verstehe. Das, man hat keine Investmentsgesellschaften, die Kunst sozusagen kaufen, weil sie keine anderen Anlagemöglichkeiten mehr haben, weil sie so viel Geld haben, dass sie im Zweifel sagen, okay, dann kaufen wir halt den Kunst. Es gibt ja, auf der Welt gibt es ja so Depots, so Kunstsammlungen, riesig, gigantische Kunstsammlungen. Ja, in Freihäfen. Ne? Genau, in Häfen, in Singapur zum Beispiel auch, wo Milliarden Kunstwerte drin hängen, einfach nur als Wertanlage. Die kriegt nie einer zu Gesicht, was eigentlich traurig ist. Ja. Aber wir hatten auch Kunden natürlich, wir haben die ja nie kennengelernt, aber einen zum Beispiel, der dieses große Max-Ernst-Bild gekauft hat, das ist dann nach New York verkauft worden an den.
Philipp Packi hieß der, das ist ein großer Verleger gewesen. Und er hat die ganz gigantische Surrealistensammlung. Mhm. Und das Bild hat 7 Millionen oder 7,5 Millionen Dollar gekostet. Und der ist auch Milliardär. Ne? Also die 7,5 Millionen haben ihn nicht so unbedingt geschmerzt. Und er sagt auch heute, er hat das Bild immer noch da hängen. Er findet es toll. Er hat auch mal gesagt, ich soll eben jetzt mit meinem Namen unterschreiben. Aber das Bild ist toll, das wird er auch nicht von der Wand nehmen. Das ist herrlich. Also, ich finde, wir können heute auch, wir haben uns schon mal gesehen hier in der Sendung. Es war mir damals ein großes Vergnügen. Heute können wir tatsächlich mit Ihnen reden, auch so entspannt, weil Sie wieder ein vollkommen resozialisiertes Mitglied dieser Gesellschaft sind. Raus aus dem Gefängnis, Sie haben Ihre Strafe abgesessen. Und Ich bin unheimlich resozialisiert. Sie sind unheimlich resozialisiert. Ja, und warum glaube ich Ihnen das nicht so richtig? Doch, bin ich wirklich. Ja. Nie mehr würde ich das machen. Im Ernst? Ja, im Ernst. Ja. Ich unterschreibe jetzt immer mit Petracchi. Aber auch deswegen, weil... Ja. Deswegen, weil natürlich ein Beltracchi mittlerweile richtig was wert ist. Ich weiß noch, nach der letzten Sendung habe ich Ihnen, das werde ich nie mehr vergessen, die Frage gestellt, würden Sie mir auch mal ein Bild malen? Daraufhin seine Frage zurück, ja, sehr gerne, in welchem Stil? Ja. Und ich sagte zu ihm, gerne einen echten Beltracchi, nämlich Ihr Stil. Ja? Und das ist das, was Sie mittlerweile machen. Und Sie haben für ein Projekt, ich glaube, für die Kollegen von Dreisat etwas gemacht, was ungeheuer faszinierend ist, zum Beispiel Christoph Waltz porträtiert. In welchem Stil? In der Handschrift. Das muss man unterscheiden. In der Handschrift von Max Beckmann. Der Stil ist ein Expressionismus. Okay. Die Handschrift von Max Beckmann. Oder so, genau. Ja. Also, das heißt, Christoph Waltz ist Ihnen begegnet. In welchem Zusammenhang? Wie haben Sie sich kennengelernt? Ich habe den zufällig in einem Café getroffen in Berlin. Oder so, ja? Ja, nee, wirklich. Ja. Und dann kam er auf mich zu und sagte, ach, ich bewundere Sie so, Ihre Bilder und so. Kann man nicht mal eins kriegen? Dann habe ich gesagt, doch, können Sie. Ich mache da gerade so eine Fernsehserie. Sagt er, ja, Fernsehen wollte ich eigentlich nicht machen. Ja, und so. Ich sage, ja, da müssen Sie halt, entweder oder, ne? Ja. Ja, sagt er, dann mache ich das. Ein Bild nämlich zum Kaufen. Und haben Sie dieses Bild? Was kostet dieses Bild mittlerweile? Was jetzt dieses kostet, weiß ich nicht. Aber ich male jetzt solche Porträts, das kostet dann 50.000 Euro. 50.000? Ja. Ich glaube, wir haben noch eins vorliegen, das mich besonders fasziniert hat, weil ich es einfach künstlerisch unheimlich schön finde. Das ist dann die Handschrift von Otto Dix, meine ich. Und da sehen wir einen Menschen, den man bestens kennt, nämlich ein gewisser Harald Schmidt, der sich porträtieren lässt. Was ist eigentlich am Schwierigsten oder ein Problem für Sie, Herr Beltracchi? Können Sie jeden Künstler? Ja, ich muss mich da halt mit beschäftigen. Ja. Ne? Mit der Zeit, mit der Technik, mit seinem Leben und so. Das braucht. Aber dann kann ich das. Ich weiß auch nicht, warum ich das kann. Aber ich kann es dann halt. Das heißt, Sie gucken dann auf so ein Bild drauf und wissen genau, der hat links oben oder rechts unten angefangen? Ja. Sie können, schau mal, das ist ein tolles Bild. Super. Gerade das Porträtieren ist ja auch eine irgendwie parasitäre Beschäftigung. Weil man sich ja doch immer auch dann so ein bisschen von dem Ruhm oder von dieser Person, wenn man begibt sich da rein. Ne? Das hat der Adam Sobolczynski mal geschrieben, als er ein Porträt von Daniel Kehlmann geschrieben hat. Weil man hofft ja dann auch, das färbt so ein bisschen ab. Ne? Wie wenn ich jetzt Christoph Waltz male, ist ja toll. Ne? Das ist doch bald, ja, ist schon klar. Oder wenn Sie jetzt hier sitzen und irgendwelche berühmten Leute hier sitzen haben, dann war das für Sie ja auch toll. Inzwischen hat sich das Ding ja gedreht. Jetzt sind Sie ja der Berühmte. Nein, gar nicht. Und wir, nein, das ist nicht so. Wir profitieren ja von Ihnen. Alle sitzen wir hier und wollen irgendwas verkaufen. Und Sie sind das der Berühmte. Das ist wahr. Das ist wahr, aber... Ja, ist aber. Ich weiß, was Sie meinen. Ich bin tatsächlich immer wieder, das geht Reinhold wahrscheinlich genauso, immer wieder dankbar dafür, gerade auch, wenn man dann solche Gäste trifft und Geschichten hört, die eben nicht alltäglich sind und dann auch solchen Menschen mal gegenüber zu sitzen. Sie stellen jetzt gerade in München aus, ne? Nee, ich stelle im Mai. Am 6. Mai ist meine erste Ausstellung in Deutschland. Obwohl ja der Deutsche Galeristenverband gesagt hat,
wer Bertracchi ausstellt in Deutschland, der fliegt aus dem Galeristenverband. Aber ich habe praktisch Ausstellungsverbot in Deutschland. Aber das verstehe ich nicht. Nee, Sie stellen ja nicht Campendonk aus, Sie stellen ja Bertracchi aus. Ja, aber Sie wollen nicht, dass ich da eine Plattform habe. Okay. Genauso wie die Museen uns ja auch nicht reingelassen haben für diese Dreisatzserie. Das wollte keiner. Mhm. Ja, die haben keinen Humor, das ist das Problem. Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus in der Kunstszene, aber ich finde es einfach wahnsinnig komisch, wenn ich eine Galerie hätte, ich würde sofort ausstellen, weil das ist doch urkomisch. Ich habe immer wieder Leute getroffen im Kunstbereich oder Weinkenner, die wollten halt immer was vom Pferd erzählen und Herr Lehmann, das wissen Sie ja gar nicht, das ist halt so und so. Und ich finde, die haben alle mal so einen Schlag ins Gesicht bekommen, aber auf eine humorvolle Art. Ich finde das total lustig. Ja, das ist natürlich deswegen liebt man natürlich auch solche Geschichten. Nichtsdestotrotz, Sie wissen das ja selber, haben wir auch beim letzten Mal sehr ernsthaft und ausführlich drüber gesprochen. Natürlich geht das nicht, dass man Menschen das Gefühl gibt, ich habe jetzt einen echten Max Ernst an der Wand. Und Kunst hat ja auch immer was mit der Epoche zu tun. Da spürt man bei großen Künstlern die Katastrophen, die Kriege, die möglicherweise auch kommen und so weiter. Ja, und dann kommt jemand und malt das im Jahre 2000, was auch immer. Naja, das ist eine Glaubensfrage, würde ich sagen. Ja. Oder so. Da kommen wir in den religiösen Bereich. Genau. Herzlichen Dank zunächst mal bis hierhin. Würde direkt.